Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 98. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir alle zu dir kommen können im Gebet und dass du zu allen von uns durch dein Wort sprichst, dass alle gleich sind vor dir und wir alle dich brauchen und das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Wir danken dir, dass du auch jetzt durch dein Wort zu uns sprechen möchtest, durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 2. Mose 30 und gerade bei der Beschreibung des ehernen Becken im Heiligtum. In Vers 20 heißt es: Wenn sie, das sind Aaron und seine Söhne, wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen, um ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen zu lassen und zwar sollen sie ihre hände und ihre füße waschen damit sie nicht sterben das soll eine ewig gültige ordnung für sie sein für ihn und seinen samen seinen samen für ihre künftigen geschlechter die anordnung gottes im heiligtumsdienst waren wirklich sehr ernst denn das evangelium das er damit erklären wollte ist eine angelegenheit auf leben und tod wir können es uns nicht leisten Ganz oberflächlich und nebensächlich uns mit dem Evangelium zu beschäftigen. Wir müssen es genauso verstehen, wie Gott es uns zeigt. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm du dir auserlesene Spezerei, 500 Schäkel feinste Mürre und halb so viel wohlriechenden Zimt, 250 Schäkel und wohlriechenden Kalmus, auch 250. Dazu 500 Schäkel Cassia nach dem Schäkel des Heiligtums und ein Hin Olivenöl. Und mache daraus ein heiliges Salböl. Eine Mischung von Gewürzsalbe nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt, ein heiliges Salböl soll es sein. Und du sollst damit die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses salben, sowie den Tisch mit allen seinen Geräten und den Leuchter mit seinen Geräten und den Räucheraltar, den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell. Und du sollst sie heiligen, damit sie hochheilig sein, alles, was damit in Berührung kommt, wird heilig sein. Das Öl in der Bibel, insbesondere auch im Alten Testament in der Typologie und dann angewendet auch im Neuen Testament bei Pfingsten, ist ein Symbol für das Wirken des Heiligen Geistes. Auch in Matthäus 25 kann man dieses, diese Idee finden. Der Heilige Geist macht alles heilig, was mit ihm in Verbindung kommt wenn wir also den heiligen geist erbitten und ihn unser herz lassen dann kann er uns heilig machen auch aaron und seine söhne sollst du salben und sie heiligen damit sie mir als priester dienen und du sollst zu den kindern israel's sagen das soll mir ein heiliges salböl sein für alle euren künftigen geschlechter durch das salböl wurde man zum priester Gesalbt, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann sind auch wir Könige und Priester, um die gute Nachricht, das, was Gott für uns getan hat, diese gute Nachricht anderen Menschen weiterzugeben. Es soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden. Ihr sollt auch in der gleichen Zusammensetzung keines machen. Es ist heilig, darum soll es euch heilig sein. Wer etwas derartiges zusammenmischt, oder einem Fremden davon gibt, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Das Wirken des Heiligen Geistes ist so einzigartig und kann nicht wirklich imitiert werden, dass schon hier in dieser typologischen Erklärung dieses Salböl ganz außergewöhnlich und einzigartig bleiben sollte. Und der Herr sprach zu Mose, Nimm dir Spezerei, Harz, Räucherklaue und Galbanum, wohlriechendes Gewürz und reinen Weihrauch zu gleichen Teilen und bereiche Räucherwerk daraus nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt, gesalzen, rein und heilig. Und zerreibe etwas davon ganz fein und lege etwas davon vor das Zeugnis in die Stiftshütte, wo ich mit dir zusammenkommen will, das soll euch hochheilig sein. Und was das Räucherwerk betrifft, das du bereiten sollst, so sollt ihr in der gleichen Zusammensetzung für euch selbst keines machen, sondern es soll dir heilig sein für den Herrn. Wer es nachmacht und um daran zu riechen, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Dinge, die heilig sind für Gott, sollen nicht für profane oder neugierige Zwecke missbraucht werden. Und der Herr rettete, redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe Bezaleel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, so er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Und siehe, ich habe ihm Oholiab beigegeben, den Sohn Ahesamachs, vom Stamm Dan, und habe allen, die ein weißes Herz haben die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles, was ich dir geboten habe, ausführen sollen. Die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses und den Sühnedeckel darauf und alle Geräte der Stiftshütte und den Tisch und seine Geräte und den reinen Leuchter und alle seine Geräte und den Räucheraltar und den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell und die Dienstkleider und die heiligen Kleider Aarons des Priesters und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst. Gott beruft Menschen für verschiedene Aufgaben. Und wenn Gott seinen Heiligen Geist gibt, dann nicht nur, damit wir Dinge theoretisch verstehen und anderen vielleicht predigen können, nein, Gottes Geist befähigt auch Menschen zu handwerklicher Fähigkeit. Alle Gaben, die wir haben, kommen von Gott und alle Gaben, die Gott uns gibt, können wir einsetzen für den Aufbau seiner Gemeinde. Und was wir noch lernen, wenn Gott ein Heiligtum haben möchte, das heilig ist, dann gibt er auch die Weisheit, damit es gebaut werden kann. Gott fordert uns nie, unmögliche Dinge zu tun, sondern er gibt die Kraft, damit auch unser Leben, unser Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes sein kann. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass jeder Einzelne von dir Gaben und Fähigkeiten geschenkt bekommt hat, die in besonderer Weise deinem Werk und deiner Gemeinde dienen. Hilf uns, das zu erkennen, wo du uns mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet hast und wo du durch den Heiligen Geist uns befähigen möchtest, etwas für den Aufbau deiner Gemeinde zu tun. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.